gestern um 2600 ist jeglicher Kontakt zum Visegrad-Relais abgebrochen. Ich habe Trupps geschickt, die seitdem vermisst werden. Und jetzt schicken sie uns. Der militärische Nachrichtendienst hält den Einsatz eines Spartenteams für eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Ich aber nicht. Commander? Das ist also die neue Nummer 6. Cat, kennst du seine Akte? Nur das, was nicht geschwärzt war. Hat sich schon jemand bekannt, Sir? Der MND hält es für lokale Aufstände. Vor 5 Monaten haben sie auf Harmony ein Relais beschossen, um unsere Augen und Ohren auszuschalten. Und dann 2 Frachter geklaut. Das darf hier nicht passieren. Reach ist zu wertvoll. Reparieren Sie das Relais, Noble 1. Sir, so gut wie erledigt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Holland aus. Lieutenant. Commander, Sir. Ich bin Carter, der Chef des Noble-Teams. Kate ist die 2, Emil und George 4 und 5. 6, Sie kommen bei mir mit. Um ehrlich zu sein, Sie treten in Fußstapfen, Lieutenant, die der Rest des Trupps lieber unberührt lassen würde. Ich bin einfach froh, Noble wieder komplett zu haben. Eins noch, ich kenne Ihre Akte, auch das vom MND zensierte. Ihre Fähigkeiten werden uns sicher nützen. Aber wir sind ein Team. Also, keine Einzelaktionen mehr. Verstanden, Sir. Willkommen auf Reach. Aufgepasst, Noble Team. Es geht um eine defekte Relaisstation, 50 Kilometer von Visegrad entfernt. Und dann wird Cat sie reparieren. Kann's kaum erwarten, Commander. Sir, warum sollten Rebellen Reach kommunikationsfähig machen wollen? Vielleicht kannst du ja fragen, George. Commander, kein Signal zum Hauptquartier mehr. Alternative Kanäle? Suche? Nada. Irgendetwas blockiert uns. Ihr habt's gehört. Funkloch bestätigt. Das wird ein Ausflug ohne Kommando. Ich bin jetzt schon einsam. Abschlussversuche wahrscheinlich. Bleib auf Distanz. Ja, Sir! Bleibt konzentriert. Achtet auf eure Sektoren. Da ist die Kommunikationsstation. Notrufsignal empfangen. Das kommt vielleicht von den vermissten Soldaten. Setzen Sie uns dort ab. Behalte den Himmel im Auge, Sir. Los geht's, Sex. Okay, Noble Team. Ausschwärmen. Ihr rückt nach und passt auf. Gebäude 3-4. Sieht von hier frei aus. Notruf kommt aus dem Süden, Commander. Wir sind nah dran. Roger. Augen auf. Signal gefunden. Identifizierbar? Negativ. Aber militärisch. Wo sind dann die Soldaten? Warum sehen wir keine Sprengstoffrückstände? Noble 3. Irgendwelche Rückstände im Gebiet? Negativ, Sir. Plasma vielleicht? Unmöglich. Nicht auf Reach.
Da ist Blut. Und nicht wenig. Okay, Noble, hier ist wohl nichts. Weiter geht's. Rauch beim nächsten Gebäude, Boss. Das sehen wir uns näher an. Noble Team, Angriffsgenehmigung erteilt. Aber passt auf, wir müssen uns ja nicht groß ankündigen. Noble 6, geh ins Haus. Aber leise. Ich bin direkt hinter dir. Noble 1, Hitzesignale im Gebäude voraus. Bewegung! Auf dich nie! Los! Das sind keine Rebellen, das sind Bauern. Das sieht man doch. Frag sie, was sie hier machen. Mit Kress de Kiet. Verstecken, Sir. Tegnab Adje, Assum Sidot Isha Chodadjat. She called us as. Die Nachbarn wurden letzte Nacht angegriffen. Er hörte Schreie, Schüsse. Gegen Morgen war's vorbei. Er sagt, etwas hätte seinen Sohn getötet. Etwas? Commander, empfange Hitzesignale im Gebäude unmittelbar östlich Ihrer Position. Over. Verstanden. Bringt sie wieder rein. Asman Tam Beverly, Kerik. Noble Team, im Laufschritt. Verdammt. Commander, was haben Sie vorgefunden? Over. Militärverluste. Zwei der vermissten Soldaten. Sie wurden anscheinend verhört. Sieht schlimm aus. Bewegung, auf Bewegungsmelder achten. Was war das denn? June, siehst du irgendwas? Negativ. Nichts auf dem Wärmebild. Bewegung vor Ihrem Gebäude! Nach Westen vorrücken, Noble 2. Wir werden von hier. Verflucht, Allianz! Angriff, Angriff! Jetzt geht's los. Sie wollen in den Keller. Wir müssen nach unten. Vorsicht! Deshalb ist hier. Banshees! Achtung, Charlie 1! Alles gesichert. Es klingt nach feindlichen Zielen. Wagenladung, Ziele unterwegs. Mehrere Ziele im Anmarsch. Feuer einstellen, Noble. Kontakt neutralisiert. Kontakt? Das war die verdammte Allianz. Kopf hoch, Großer. Das ganze Tal ist jetzt freie Feuerzone. Cat, wir müssen Holland planen. Du musst sofort zur Relaisstation. Boss, registriere mehr Aktivität im Osten. Verstanden, June. Kümmern uns drum. Sechs, du gehst vor. Los.
empfangen ein Notsignal. Mayday, 3 Charlie 6, hört mich jemand? Wir wurden von Allianztruppen angegriffen. Die Allianz ist auf Reach. Wiederhole, die Allianz ist auf Reach. Soldaten. Los geht's, 6. Wir müssen herausfinden, wo der Notruf herkommt. Bei allem Respekt, haben wir nichts Wichtigeres zu tun, als Streuner aufzulesen? Niemand wird zurückgelassen. Sag Bescheid, wenn du sie siehst. Noble 1, mögliche Verbündete südlich ihrer Position unter Beschuss, over. Werden angegriffen. Wiederhole, Mayday, Mayday. 3 Charlie 6 werden von der Allianz angegriffen. Bin verletzt, kann die Position nicht halten. Wir müssen die Soldaten finden. Wir kriegen Ärger. Feindlicher Transport. Noble 3, Soldaten gefunden. Sofortige Evakuierung nötig. Meine Koordinaten. Verstanden, Commander. Rufe Falcon Charlie 2 zurück. Auf Position bleiben. Achtung, Noble 1. Habe Landungsschiffe der Allianz gesichtet. Transport, auf Distanz bleiben. 6, Position halten. Landezone freimachen. Bestätigt. Alles gesichert. Landungsschiffe! Achtung, feindliches Landungsschiff kommt. Transport, Landezone frei. Evakuieren. Verstanden. Transport kommt. Beifahrersitz. Noble 2, Lagebericht. Sind an der Relaisstation. Tür ist verschlossen. Mit Sprengzünder versehen. Kannst du ihn umgehen? Ich schneide uns einen Weg rein. Wird aber etwas dauern. Okay, wir sind auf dem Weg zu euch. Ich werde beschossen! Nähern uns der Relaisstation. Setzen Sie uns im Hof ab. Landezone ist recht heiß, Sir. Landen Sie hier. 6, weiter geht's. Wir
Möglichkeit, das Relais reparieren. Emil, bleib hier. Die, die wir rausjagen, gehören dir. Okay, los geht's. Ich sehe nichts. Noble 6, Nachtsicht einschalten. Der Kontrollraum. Vorsicht. Noble 6, durchsuch ihn. Wo ist der Rest Ihrer Einheit? Wir wurden getrennt. Es klang nicht gut über Funk. Okay, Corporal. Nicht bewegen. Wir holen einen Militärarzt. Mist. Plasmaschäden. Hier ist etwas. Das nehme ich, Sex. Nicht Ihr Bereich. Der hier lebt noch. Na komm, raus mit dir. Minion innen. Nee. Ist schon gut. Wir tun dir nichts. George, hat sie. Halt still. Dann lass ich los. Mac, it's Warnack. Statusbericht bitte. Wir werden angegriffen. Halt, komm raus. Komm, er bitte erlaubt es zur Verfolgung. Verweigert. Bleib am Eingang, 4. 2, kümmere dich um sie. 5 und 6, raus. Helft Cat mit einem Verteiler. Kommt danach wieder her. Wie lange? Die Frage meines Lebens. Die Station läuft frühestens in 2 Wochen wieder. Das sind Plasmaschäden. Alle wichtigen Ablenkkomponenten sind durchgeschmort. Wir haben keine 2 Minuten. Deshalb zapfe ich die Überlandleitung an und verbinde direkt mit Colonel Holland. Sie stehen mir im Licht, Commander. Finde raus, was sie weiß. Wie heißt du? Wohnst du hier? Arnevam George.
Shara. Shara, Sepp Potterosadnev. Dein Dialekt kommt mir bekannt vor. Sopron? Dangari. Ein Freund? Vater. Shainalom. Tut mir leid. Warum sollte es? Der Große vergisst manchmal, was er ist. Sie hat ihren Vater verloren. Sie muss in psychiatrische Behandlung. Da ist sie nicht die Einzige. Hört auf, alle beide. Lass sie frei. Der Vater bleibt hier. Danke, Sir. Signal. Es ist nicht konstant, aber vorhanden. Das reicht mir. Am besten nichts anfassen, sonst kommt es zur Entladung. Ich kann Sie kaum hören. Statusbericht, over. Colonel, Noble 1 hier. Keine Rebellen. Die Allianz ist auf Reach. Bestätigen Sie. Wie bitte, Noble 1? Die Allianz? Positiv. Notfallplan Winter ist in Kraft. Möge Gott uns beistehen. Achtung, Kilo 3-3 und Kilo 3-4, Ihre Landezone ist zu heiß. Verstanden. Dort, bereithalten zum Empfang. Ja, Commander. Koordinaten erhalten. Sofortige Kurskorrektur eingeleitet. Die Schwerbasis des militärischen Nachrichtendienstes wird von einem Allianzschiff der Corvette-Klasse belagert. Orbitalmunition ist gegenwärtig aufgrund der Sensibilität dieser Einrichtung verboten. Leider konnte ich keine relevanten Daten zu feindlichen Truppen abrufen. Doch die Verteidigung der Basis ist ungenügend. Der MND hat um den Eingriff des Noble Teams und dessen Hilfe bei der Sicherung der Schwertbasis gebeten. Okay, Leute. Das Schiff hat mir noch eine Weile am Hals. Kümmern wir uns um die Infanterie. Helft den Soldaten. Cat 6, los raus. George, Emil, macht euch bereit. Los geht's, Lieutenant. Cat 6. Angriff auf Schwertbasis zurückdrängen. Findet raus, womit wir es zu tun haben. Roger. Wir sind Ihr Strike-Team. Miss Martins, Feind im Laufen. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Sehe Zielsuche. Gibt es Artillerieunterstützung im Gebiet?
Begrenzt, aber wir priorisieren für Sie, Ma'am. Unterstützung. Die könnte sie doch mit nur einem MAW-Geschoss ausschalten. Das bezweifle ich aber. So macht man das. Auf Ziel halten! Hier drüben. Sechs, die Ohren hinter mir. George, sorgt dafür, dass er auch ankommt. Auf jeden Fall. Commander, noch eine Salve von der Korvette übersteht die Basis nicht. Banshees ausschalten. Nach oben, Lieutenant. Die Long Swords müssen in die Luft. Endlich! Sollte ein Foto machen. Übrigens gut gemacht. Immer gerne. 5, 6, in den Forschungsflügel. Dr. Halsey ruft zur Nachbesprechung. Der Befehl wurde bereits erteilt. Wie bitte? Haben Sie Halsey gesagt? Genau. Okay, sind auf dem Weg. Da brauche ich keinen Befehl. Ich gehöre schon mein halbes Leben. Ich habe Ihre Hilfe angefordert, Commander. Ich brauche keinen Bericht über Dinge, die vor meiner Haustür stattfinden.
Ich möchte von Ihnen einen detaillierten Bericht zu Ihrem letzten Einsatz. George, es ist so lange her. Mom? Was hast du meiner Panzerung angetan? Nur ein paar Ergänzungen. Aha. Visegrad Relais. Das Datenzentrum gehörte einem meiner Xenoarchäologen, Professor Laszlo Sorvat. Vielleicht können Sie seinen Tod aufklären. Männlicher Zivilist, Mitte 60, starb mit einem Partikelschwert der Allianz im Bauch. Eliten also. Uns haben sie auch angegriffen. Kurz nachdem wir die Tochter ihres Forschers fanden. Sie hatte sich in... Irrelevant. Die Eliten. Erzähl mir mehr über sie. 3. Zelotenklasse. Einer ist entkommen. Sah wie ihr Anführer aus. Zeloten? Ganz sicher? Panzerung stimmt überein. Schildstärke auch. Ich habe befohlen, ihn nicht zu verfolgen. Unser Primärziel war die Reparatur des Relais der Station. Primärziel? Commander, sind Sie eine Marionette oder ein Spartan? Ma'am? Einige beim MND glauben, so wie ich, dass die Allianz Eliten Spähtrupps schickt, um für ihre Religion wertvolle Artefakte zu sammeln. Laut Berichten von Überlebenden sind diese Trupps klein, wendig und fast immer Zelotenklasse. Sie kamen zweifelsohne zur Station wegen der dort gespeicherten MND-Ausgrabungsdaten. Und sie haben sie entkommen lassen. Datensicherung gehörte nicht zur Anweisung. Und wir hatten auch andere, dringendere Verpflichtungen. Wie den Planeten zu warnen. Professor Sorvats letzter Forschungseintrag bezog sich auf eine Schlüsselentdeckung. Schlüssel. Das Wort würde er nicht unbedacht verwenden. Hoffentlich ist es auf dem Datenmodul, das Ihr Lieutenant Commander gestohlen hat. Cat. Bevor Sie fragen, ich wurde sofort alarmiert, als Sie versucht haben, auf die Inhalte zuzugreifen, wie bei jedem unautorisierten Zugriff. Die Daten sind streng geheim. Ich könnte Sie für eine solche Störung meiner Arbeit in den Knast wandern lassen. Sie könnten gleich mitgehen. Wie bitte? Der Notfallplan Winter ist in Kraft getreten. Sie kennen doch sicher die Strafe für Einmischung in Spartan-Einsätze durch Zivilisten. Ist das eine Drohung, Commander? Soll nur ein Hinweis sein, Ma'am. Na los, Noble Team. Mom? Das wär's erstmal, George. Bericht Spätro Bravo, 3 und 6 in Position. Es wird langsam ganz schön voll, ihr Kid. Dann nähern wir uns. Alle Allianzstrukturen melden. Sofortmaßnahmen könnten vonnöten sein. Verstanden. Wenn Cat eine Mission leitet, sind Sofortmaßnahmen immer nötig. Ja, die brauchst du vielleicht. Durchbohrt Panzerung mit Hochgeschwindigkeit. Haut einen Eliten selbst in 2 Kilometer Entfernung um. Und sind teuer. Oh, wir sehen uns. Spätro Bravo, im nächsten Sektor funktioniert keine Elektronik. Die Allianz blockiert die Geräte? Scheint so. Und Kommando will wissen, was sie verstecken.
Jackpot. Bildübertragung. Siehst du das, Cat? Bestätigt. Empfange Live-Bilder von Noble 3 und Noble 6 von einem Allianz-Sturmtrupp. Das ist kein Sturmtrupp, das ist eine Invasionsarmee. Wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir sofort handeln. Korrekt. Alle Spähtrupps zurückziehen. Die Sonne geht bald auf und es wird ein langer Tag. Die Entdeckung des Noble-Teams heute Nacht war keine Anomalie. Große Allianz-Einsätze wurden nicht registriert. Und jetzt werden wir auf dem Vieri-Territorium angegriffen, samt orbitaler Verteidigung. Wir befolgen den Notfallplan Winter und kontern an allen Fronten. Das Noble-Team hat außerdem hochentwickelte Tarnvorrichtungen der Allianz entdeckt und eine mögliche Landezone für weitere Allianz-Einheiten lokalisiert. Deren Ursprung ist noch unklar. Die Landezone wurde vom UNSCR-Ziel durch das Pilotentäter geflogen. Die Zündung wartet nur auf uns. Verstanden. Visiere den Pylonen an. Detonation in 3, 2... Sechs, hörst du mich? Sechs, alles okay? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bin auf dem Weg. Cat, Sechs, Statusbericht. Pylonen erledigt. Gehen den Hügel hoch. Südwestlich deiner Position ausgemacht. Verstanden, Commander. Neue Ziele, 6. Schalte die Flaks aus. Sechs. Die Flaks sollte in Sichtweite sein. 2 Lima 4 an Noble 1. Die Kanonen schießen Hochdruckplasmagranaten auf uns. Ein Schlag der Fregatte Grafton kommt daher auch nicht in Frage. Noble 6, keiner unserer Flieger kommt ran, wenn du nichts gegen die Kanonen tust. Thank you.
6. Der MND braucht Nahaufklärung der Kuppeln. Wir fliegen dich von hier. George ist mit einem Falcon auf dem Weg, Lieutenant. Markiere jetzt die Landezone. Commander, baue hier einen Beobachtungsposten auf. Verstanden. Wart auf neue Infos. Seht euch dort um. Karte aus. Willst du mit warten? Ich habe ein paar widerliche Sachen im Canyon gesehen. Rufe unterwegs, Ziel aus! Direkt voraus! Ist tot. Weg hier. Empfange überall Feindsignale. Wir müssen los. Commander, haben die Kuppel im Visier. Sieht wie ein Stützpunkt aus. Verstanden. Hab mein Bild. Dort arbeite dran. Einen Moment. Weitere Ziele erfasst. Nobel 5, der MRD hält die Kuppeln für Teleportationspunkte. Teleporter? Wohin denn? Die Grafton ist bereit, die Kuppel zu zerstören. Aber erst muss der Schild abgeschaltet sein. Verstanden. 6, ich halte diese Schweine auf. Schaff es irgendwie auf die Kuppel. Position! Sperrfeuer!
Schild aushalten und verschwinden. Zentrale, Nobel 1 hier. Kuppel 1 okay. Ihr könnt angreifen. Schönen Tag noch. Verstanden, Nobel 1. An alle Bodeneinheiten. Fregatte 318 kommt. Und MAB-Projektile wurden autorisiert. MAB-Munition? In der Atmosphäre? So bekommt man auch Aufmerksamkeit. Gut festhalten, Leute. Fregatte Crafton, hören Sie mich? Die Crafton ist staub. Wir müssen hier weg. Schnell! Schlagener als gedacht. Die Kuppel war tatsächlich ein mit einem Allianz-Supercarrier verlinkter Teleporter. Äußerst gefährlich. Aber Hilfe kommt sofort. 60% der UNSC-Flotte kommen von ihrem Einsatz nach Reach. Die erste Kampfgruppe sollte innerhalb der nächsten 48 Stunden ankommen. 48 Stunden? Das soll sofort sein? Oh. Auf wen setzt du diesmal? Sie. Du setzt immer auf sie. Er frisst ihr aus der Hand. Das Ding macht uns platt und wir sollen auf Verstärkung warten? Bis dahin sind wir tot. Unsere Geschosse sind entweder außer Reichweite oder mit ihren Schiffen abgestürzt. Du rennst offene Türen ein. Wie offen? Den Blick kenne ich, Cat. Sie können Nein sagen. Nein. Hören Sie doch erstmal zu. Gut, schieß los. Erinnern Sie sich an das verunglückte Kolonieschiff auf dem Weg nach Cygnus? 700 Tote. Fehler im Hyperraumantrieb, oder? Der funktionierte eigentlich. Nach einer Wartung wurde der Antrieb falsch montiert. Beim Start hat es das halbe Schiff zerfetzt. Und das hilft uns. Wie genau? Ein gewisser Supercarrier der Allianz könnte mit etwas Nachhilfe einen ganz ähnlichen Unfall haben. Selbst für dich, Cat, ist es... Inspiriert? So kann man es auch nennen. Was ist los? Na los, erklär's. Darf ich? Pass auf damit. Ziel? Zerstörung des Allianzträgers in der geosynchronen Umlaufbahn. Ist das genehmigt, Sir? Na, was denkst du? Oh. Vorgehen? Ein Hyperraumantrieb ersetzt die fehlenden Bomben. Liefersystem? Wir. Lösung? Uns da hochbringen und einen Hyperraumantrieb auftreiben. Danke fürs Leihen. Wir... Wir brauchen also nur ein orbitfähiges Schiff und das teuerste Gerät, das die Menschheit je geschaffen hat? Als einfacher Soldat habe ich natürlich keinesfalls Zugriff auf so etwas. Abgesehen davon könnte man, ich weiß nicht, auf dem nächsten nicht existenten Startplatz im nicht existenten Saber-Programm suchen, das von 3 Regierungen als absurdes Gerücht abgetan wurde. Und bei dem unser neuestes Mitglied natürlich nie Pilot war. Also... Du machst mir Angst. Wir brauchen nur das Okay von Holland. Viel Glück damit. Sie werden ihn fragen. Ah, er wird sich nie darauf einlassen. Ist recht weit zur Startanlage. Näher wäre zu gefährlich. Verstanden, Commander. Den Strand hoch, Nobel.
Feinde gesichtet. Feuer! Die Startanlage ist davor. Sie müssen durch die Tür, Commander. Die Allianz ist zerstört. Was ist mit Ihnen und Cat? June kommt mit einem Falcon. Wir verschwinden nach eurem Start. Hast ihn gehört, Sex. Los! Startteam, der Saber ist bereit zum Start. Du zuerst, Sex. Ich bin hier nur Passagier. Zündung Stufe 2 bestätigt.
Hier draußen, Sechs. Warnung, M-Wiedereintrittspaket gelöst. Ich brauche deinen Eingriff. Warnung, M-Wiedereintritts. Cockpit-Druckablass abgeschlossen. Kabinendachhebel aktiviert. Bitte wiederholen. Oberflächenraster 19x22. Gerne. MND Schwertbasis, Sektor 18G. Wärmedesign. Nobel 5, Ihr Puls ist erhöht. Sie können für Dr. Halsey und die anderen in der Schwertbasis nichts tun. Die Berechnungen stehen fest. Nobel 5? Ich weiß. Bravo 029, Sie dürfen die Schubdüsen wieder anwerfen. Nobel 6, hier spricht Holland. Ich höre keinen. Wir haben ein Schiff der Corvette-Klasse markiert, das Kurs auf unser Ziel hält. Mit unserer provisorischen Bombe an Bord wird die Corvette zum Lieferanten. Nobel 5 eskortiert die Bombe, ihr Sabre-Team macht uns Platz zum Beladen. Verstanden, Colonel. Da sie schon ihren Überraumantrieb gegeben hat, wird die Savannah Ihnen mit lokaler Feuerunterstützung zur Seite stehen. UNSC Savannah, wir stehen hinter Ihnen, wenn auch am Boden. Ich riskiere hier meinen Kopf für das Nobel-Team, Lieutenant. Wir erledigen das, Colonel. Sechs aus. Zielkorvette in Reichweite von Navigationsstation RA-15 gesichtet. Haben Sichtkontakt. Ziel bestätigt. Nobel 6, die Gegenmaßnahmen der Savannah wirken nicht ewig. Schleusen Sie sich ein und deaktivieren Sie den Funkverkehr des Kreuzers endgültig. Sechs, die Schildsteuerung. Ich muss rein.
Was ist an Bord, Colonel? Verstanden. Sex, bringen Sie Ihren Trupp auf die Brücke. Das Auftanken der Korvette beim Supercarrier muss manuell eingeleitet werden. Ja, Sir. 5. Schützen Sie die Bombe vor neugierigen Augen. Kein Problem. Gehört, Lieutenant? Ich bin hier ganz alleine. Also Beeilung, okay? Noble 6, bringen Sie die Korvette auf Kurs zum Supercarrier. Auf der Brücke finden Sie die Steuerung. Wir haben reichlich Waffen und Munitionsbrocken. Ja! Habe Sichtkontakt. Räumen wir sie. Setzen Sie die Korvette auf Auftankkurs zum Supercarrier. Sehr gut, Noble 6. Kinnhaken initiiert. Korvette ist unterwegs. 6. Unsere Mitfahrgelegenheit steht schwer unter Beschuss. Zurück zum Hangar. Das Schiff nähert sich der Auftankroute des Allianz Supercarriers. 76 Sekunden zum Ziel. Verdammt! Ah, das war's dann also. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Der Vogel hat was abbekommen und die Düsen sind im Eimer. Man kommt also nur mit Schwerkraft hier weg. Und die Guten? Das waren die Guten. Bei aktueller Geschwindigkeit 53 Sekunden ja, zum Ziel. Ja, ja, ja. Die schlechten Nachrichten, der Timer ist hin. Ich muss sie von Hand zünden. Das machst du nur einmal. Wir sterben alle irgendwann. Geh lieber 6, die brauchen dich da unten. Hör mal, Reach war gut zu mir. Zeit, sich zu revanchieren. Nimm mir das nicht. Die sollen sich reinhängen. Thank you.
Hyperraumriss entdeckt. Kammerstation, empfange mehrere Signale unter dem orbitalen Verteidigungskraft. Hyperraumriss entdeckt. Ja, wir registrieren auch, also was. Sehen Sie das? Hyperraumriss entdeckt. Hyperraumriss entdeckt. Hyperraumriss entdeckt. Hyperraumriss entdeckt. Zentrale. Alle verfügbaren Teams zum Traxus-Turm vorrücken zur schnellstmöglichen Evakuierung. Verstanden, Zentrale. Wie ist der Status am Turm? Am Turm ist noch alles okay. Bringen wir die Zivilisten schnell weg. Verstanden, Zentrale. 4-0 aus. Kommt der denn her? Ihn interessiert! Unterstützung! Evakuierungsteam 7 an Kilo 26. Der Traxus-Turm ist in Sicht. Verstanden, Evac 7. Evakuierung unterstützen. Over. Zum Turm. Der Fahrstuhl im Atrium führt zur Frachtrampe. Von dort aus kommt man in den Turm. Da müssen wir rein. Oh! Oh! Kontakt aus dem Westen! Alles sauber. Okay, gehen wir rein und suchen den Fahrstuhl. Yeah.
ein Vergnügensbold. Wir halten diese Stellung. Sie nehmen den Falcon und sorgen dafür, dass die Transporter heil hier wegkommen. Das ist Ihr Schiffsbold. Die Stadt wird seit 5 Tagen belagert. Ich dachte, wir hätten es im Griff, bis die Korvetts aufgetaucht sind. Unsere Flotte zieht sich zurück. Verdammt, wir sollen hier eigentlich alle evakuieren. Aber einige würden den Job hier wohl lieber erst beenden. Evakuierungstransporter Delta 1-5 an Zentrale. Beladen und aufbruchbereit. Delta 1-5, 4 Zentrale. Verstanden. Startfreigabe erteilt. Über der Stadt ist der Luftraum zu heiß. Wir nehmen eine andere Route. Delta 1-5 an Zentrale. Stehe unter Beschuss durch eine Banshee-Staffel. Verstanden. Oh mein Gott. Mayday, Mayday. 6 Echo 2, können Sie die Höhe halten? Negativ. Wir stürzen ab. Verdammte Scheiße. Ich kann nicht hinsehen. Fox, sollen wir einen Suchtrupp losschicken? Negativ, Zentrale. Zwecklos. Spartan, Sergeant Major Duvall. Ein grässlicher Tag. Auf dass er nicht noch schlimmer wird. Die Allianz zerlegt meine Raketenstellungen und 5000 Zivilisten warten auf Evakuierung. Stellungen rüsten und Raketen vom Zentralterminal aus abfeuern, verstanden? Die Korvette sitzt mir schon zu lange im Nacken. Schalten Sie sie aus! Soldaten, vertreiben wir die Spaltkiefer von unserem Strand! Transporter 7 Echo 3 an Fox. Mein Antrieb läuft. Warte auf Ihr Kommando. Verstanden, 7 Echo 3. Wir arbeiten daran. Erste Raketenstellung, Lieutenant. Legen Sie los. Die erste Stellung ist einsatzbereit. Die andere ist im Norden. Sergeant Major, die Allianz sitzt mir im Nacken und ich habe Familien und Verwundete an Bord. Ich muss starten. Gleich 7, Echo 3. Der Spartan macht den Weg frei. Transporter startet. Sie haben heute viele Leben gerettet, Spartan. Wiederhole. Noble 2 hier. Noble 6. Noble 5. Hört erst 6. Leg los, Noble 2. Wir haben deine Transponder-Signale vor einer Stunde empfangen, konnten aber keine offene Leitung riskieren. Die Allianz hat die Stadt fest versiegelt. Kein Zeichen von George. Er hat's nicht geschafft. Verstanden. Wie sieht's am Starport-Ausgang aus? Die letzte Ladung ist raus. Okay. Wir kommen dich holen. Thank you.
Der Bericht wird noch warten müssen, Lieutenant. Die Allianz blockiert die Verbindung zum Kommando. Cat braucht dich für einen Gegenangriff. Schön, dich wiederzuhaben. Seht euch das an. War mal das Kronjuwel. Aber das war mal. Hey, du hast es geschafft. Ist ja ein richtiges Familientreffen. Behalte sie. Er hat sie dir gegeben. Ich ehre ihn auf meine Art. George sagte immer, er würde Reach nie verlassen. Unser Großer war wirklich sentimental. Er gab sein Leben, um den Planeten zu retten. Bewundernswert. Sir, sollen die Teams Gauntlet, Red und Echo wirklich die Bevölkerung evakuieren? Das sind klassifizierte Informationen. Ich höre, was ich höre. Aber wieso werden Spartans zu Evakuierungen beordert? Die Verbindung zu SATCOM, Cat. Bin dran. Aber hier gibt's mehr Trümmer als Empfänger. Sie haben meine Frage ignoriert. Du fragst, ob wir verlieren? Ich weiß, wir sind am Verlieren. Ich will wissen, ob wir schon verloren haben. Colonel Holland, was macht er auf einem offenen Kanal? Schalt auf laut. Im Südwest-Quadranten der Stadt. Over. Sierra 259. Ich autorisiere eine Aufhebung der Funksicherheitsprotokolle für die Verbindung mit diesem Kanal. Sichere Verbindung, Cat. Sicher kann ich nicht garantieren. Findet die Allianz uns damit? Ich könnte es. Noble 1, dies ist ein Ruf höchster Priorität. Wenn Sie empfangen, sofort bestätigen. Kurz fassen. Carter hier. Ja, Sir. Da bewegt sich etwas. Mehrere Allianzfahrzeuge räumen das Gelände. Und sie haben es eilig. Wie oft zieht sich die Allianz schon grundlos zurück? Strahlungssignal. Groß. 40 Millionen Röntgen. Holland ist weg. Was ist los? Atomare Spannung stört das Signal. Jetzt 90 Millionen. Quelle? In der Luft. Nah. Wie nah? Erste Verglasung? Meine auch. Keine Panik, bin dran. Auf Subebene 2 gibt es einen Atombunker. 96 Meter nordöstlich. Schon was von Holland, Sir? Wir werden zur Schwertbasis versetzt. Schwert? Gehört doch der Allianz? Deshalb schicken sie uns auf eine Abfackelmission, damit Dr. Halseys Ausgrabungsdaten nicht in Feindes anfallen. Wenn sie sie nicht schon haben. Vielleicht, aber laut Holland sucht die Allianz noch nach etwas. Wie kann er eine Zerstörungsmission als höchste Priorität? Los, los, hier rein! Na los, komm! Türen schließen! Schnell! Basis muss ausgeschaltet werden. Statusbericht. Doch draußen.
Wärmebild zeigt, dass innen nur noch Stehplätze sind. Wir müssen sie ausdünnen, sonst sind es zu viele. Verstanden, Noble 1. Holland aus. Wir müssen uns auf unseren Auftrag konzentrieren. Bringen wir es hinter uns. Bist du in Position 6? Bestätigt. Gut. Befehl ausführen. Sie kamen wohl nicht mehr raus. Oder sie wollten die Stellung halten. Sie saßen fest, sag ich. Hier ist nichts. Nicht mal Stützpfeiler. Sir, wenn wir alles hochjagen, dann lieber nicht von hier aus. Dort, Vektor prüfen. Vektor bestätigt, Commander. Wir sind genau, wo der MND uns hin. Verzeihung. Koordinaten korrigiert. Bestätigt. Korrigiert? Von einer unbekannten KI mit weit höherer Freigabe, als ich sie habe. Wir sollen 1,5 Kilometer nach Osten und 2000 Fuß nach unten. Ich hab keine Schaufel mit, Commander. Sir, wir sollten ohne KI weitermachen. Die Koordinaten sind offensichtlich Schrott und je länger wir... Was ist das dort? Der neue Kurs, Commander. Okay, weiter geht's. Hat der neue KI-Kumpel noch was gesagt dort? Dort. Sie erwartet sie. Großartig. Verzeihen Sie die unüblichen Sicherheitsmaßnahmen, Commander, aber sie waren nötig. Dr. Halsey, laut Verlustmeldungen sind Sie... Naja, wie heißt es doch? Die Todesmeldung war übertrieben. Ich wünschte nur, das träfe auch auf den Rest des Noble-Teams zu. Wir auch, Ma'am. Sie werden sicher gern hören, dass das Datenmodul, das Noble 2 in Wiesegrad fand, genau enthält, was mein Forscher versprochen hat. Eine Schlüsselentdeckung. Die Geheimnisse dieser Ausgrabung sind endlich aufgedeckt. Ich verstehe nicht ganz. Ihr Befehl war nur ein Vorwand, um sie herzubringen. Er ist aufgehoben. Noble Team, Sie sollen diese Daten an einen sicheren Ort bringen. Doktor, wir sollen alle sensiblen Daten zerstören. Darum werden sich andere kümmern. Diese neue Anweisung muss ich bestätigen lassen. Colonel Holland wird gebrieft. Sie gehören jetzt zum MND. Dies ist ein Artefakt unbekannter Herkunft. Weder menschlich, noch von der Allianz. Es geht über unser Verstehen hinaus. Bis jetzt. Dank Noble 2 sind die Daten fast vollständig entschlüsselt. Was wir hier auch tun. Wir sollten uns beeilen. Halten Sie Ihre Daten bereit, Ma'am. Wir kommen. Sie sind noch nicht ganz entschlüsselt. Sie verstehen wohl nicht. Die Zeit wird knapp. Wenn wir es nicht gleich mitnehmen können, wird es vergraben. Diese Daten sind die beste Überlebenschance für die Menschheit. Commander, Sie fragen sich, wofür Ihre Spartans gestorben sind? Hierfür. Bitte schlagen Sie möglichst viel Zeit aus. Was ist das für ein Zeug?
Wissen. Ein Geburtsrecht einer alten Zivilisation. Diese KI ist sein Hüter. Und sie hat sie als ihre Träger gewählt. Gewählt? Von einer KI? Ja, von dieser. Ihre Einschätzung von Ihnen ist meiner mindestens gleichwertig. Sie müssen sie zur UNSC-Abwrackwerft in Assort schaffen. Ein Kreuzer der Halcyon-Klasse wird dann mit ihr den Planeten verlassen. Verstanden. Wirklich? Die Menschheit hat keine Chance. Kommt es zum Fall von Reach, und das wird es, ist unsere Vernichtung gewiss. Es sei denn, dieses Artefakt birgt eine Abwehr gegen die Allianz, die das Blatt wenden kann. Vergleichbar mit der Bedeutung des Spitzgeschosses im 19. oder der Überlichtgeschwindigkeit im 23. Jahrhundert. Und was, wenn nicht? Das müssten wir uns fragen, wenn es noch eine andere Hoffnung gäbe. Aber dem ist nicht so. Hier, Lieutenant. Sie hat Sie gewählt. Haben Sie ihn? Ja. Den ganzen Satz, bitte. Ich hab ihn. Dr. Halsey, Noble 3 begleitet Sie zur Burgbasis. Das ist nicht nötig, Commander. Dune. Sorgt dafür, dass der Feind leer ausgeht. Ich tue, was nötig ist, Sir. Viel Glück. Dir auch, Scharfschütze. In welche Richtung dort? 3 Kilometer nach Norden. Dann rechts Richtung 050. Das führt mich zu... den Abwrackwerften in Azoth. Der letzte außerplanetarische Abzugsort des Kontinents. Viele Konvois werden unterwegs durch kleine Luftangriffe beschädigt. Eine Allianzflotte eilt ebenfalls dorthin. Der UNSC-Kreuzer Pillar of Autumn erwartet ihre Ankunft. Es wäre keine Noble-Mission, wenn es leicht wäre. Noble 1, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Noble 1, bitte antworten. Sierra 259, das ist alarmierend. Weiß nicht, wie lange sie noch hält. Der Himmel ist sowieso zu voll. Ich bring dich runter, Spartan. Sir, Sie... Ich will nicht hören. Bring das Paket zur Ordnung. Okay. Noch nicht es. Emil, folge ihm. Es geht am Boden weiter. War mir eine Ehre, Sir. Ebenso. Ich lenke sie so lange wie möglich ab. 6. Die KI wählte dich. Die richtige Wahl. Auf mein Zeichen. Los! Unser Ziel, 6. Die Pillar of Autumn. Wer als erster da ist. Aber er schon.
Feuerschutz! Wir können fahren! Seid ihr allein, Junge. Aber los. Kluft im Osten. Gehen wir. Signal. Die Startsequenz ist eingeleitet. Kommen Sie zum Trockendock, Plattform D. Ich nehme das Paket persönlich entgegen. Wir kommen, Sir. Gut, Soldat. Denn der Countdown lässt sich nicht abbrechen. Verstanden. Wir müssen zum Trockendock. Höchste Priorität. Schön, Sie zu sehen, Spartan. Wie Halsey sagte, auf Sie ist Verlass. Nicht nur auf mich, Sir. Man wird Sie nicht vergessen. Kreuzer, nimm Kurs auf die Ortung. Noble 4, Feuer auf den Kreuzer. Sonst kommen wir hier nicht raus. Haben Sie gehört? Keine Sorge, Sir. Brücke, hier spricht der Captain. Paket gesichert, zurück zur Ortung. Over. Verstanden. Übernehme das Geschütz. Viel Glück, Sir. Viel Glück, Spartan. Kreuzer gleich in Position. Holen Sie ihn runter.
aus! Sehr gut, Spartan. Alle Stationen startbereit machen. Oh!
Das Schicksal von Reach war rasch besiegelt. Der Feind war skrupellos, effizient, aber längst nicht schnell genug. Denn der Stab war bereits weitergereicht. Und dank euch fanden wir Halo, entschlüsselten die Geheimnisse, schwächten die Entschlossenheit des Feindes. Unser Sieg, euer Sieg war so nah. Ich wünschte, ihr hättet es noch erlebt. Aber nun gehört ihr Reach. Eure Körper, eure Panzerung. Alles verbrannt und verglast. Alles. Bis auf euren Mut. Den gabt ihr uns. Und mit ihm die Kraft für den Neuanfang. Cortana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort.